Dieses Ergebnis wird auch wurde schon vorher im Vorfeld interpretiert damit, was ist in diesen 30 Jahren hier oder über 30 Jahren hier im Osten passiert und wie gehen die Menschen hier damit um? Und wir haben es mit einer hohen Frustration zu tun, die vor einigen Jahren tatsächlich bei der Linken gelandet ist in großen Teilen. Die PDS, später die Linke, war war eine Protestpartei im Osten. Und obwohl wir immer noch diese Ostkompetenz haben, die wird uns nach wie vor zugeschrieben, wählt man, wenn man protestieren möchte gegen das Establishment, inzwischen eine andere, eine blau gefärbte, wie ich eigentlich finde, eine braun gefärbte Partei und leider nicht mehr die Linke. Und das hat sicher auch was damit zu tun, dass wir mit zum Establishment gezählt werden. Unabhängig davon, ob man in Regierung ist oder nicht. Das sieht man an dem Ergebnis in Sachsen. Also da ist ja die Prognose auch deutlich unter den Prognosen, deutlich unter den Erwartungen und unter dem Ergebnis der letzten Landtagswahl. Ich glaube auch, dass sich diese Landtagswahlen nicht ganz vergleichen lassen. Die Parteienlandschaft hat sich sehr stark verändert, bundespolitisch sehr stark verändert. Und das merkt man eben auch jetzt hier in Brandenburg und in Sachsen. Wir müssen jetzt damit umgehen. Wir müssen daran arbeiten, den Menschen wieder vor Ort zu zeigen, nicht nur vor Wahlen, sondern wie immer an jedem Tag, am Alltag, dass die Partei eine Linke ist, die für sie wirklich eine Bedeutung hat. Wenn in diesen Nachwahlbefragungen die Menschen zu großen Teilen sagen, sie wissen nicht, was wir tatsächlich in dieser Regierung getan haben, wir sind da zu wenig erlebbar, dann ist das ein Punkt, an dem wir ganz unbedingt ansetzen müssen. Wenn die Menschen aber sagen, wir haben uns zu sehr für Flüchtlinge eingesetzt, dann muss ich diesen Wählerinnen und Wählern aber auch sagen, das wird so bleiben. Da müssen wir ganz klar bleiben. Es braucht eine klare Kante gegen rechts auch weiterhin. Aber wir müssen eben vor Ort wieder stärker erlebbar sein, auch in Zeiten von abnehmender Mitgliedschaft, auch in Zeiten einer weiter alternden Mitgliedschaft, müssen wir Antworten geben auf die Themen des Alltags. Und ich glaube, wir müssen dann auch und werden dann auch deutlich machen können, dass die AfD diese Antworten nicht geben kann und vielleicht auch gar nicht geben will, sondern dass die Linke ist. Und ich will einfach auch nicht glauben, dass die Themen wie soziale Gerechtigkeit in unserer Zeit, in unseren Tagen keine Rolle mehr spielen. Ich glaube tatsächlich, dass viele hier taktisch gewählt haben, aber auch die Umfragewerte, die wir vorher hatten, die da uns prognostiziert worden waren, waren ja schon auf der Größenordnung wie bei der Kommunal- und Europawahl, also deutlich unter dem Ergebnis von vor 5 Jahren. Und darüber ist zu reden.